Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind heute mal wieder im Heilbronner Umland unterwegs und werden heute auch mit einem speziellen Mod unterwegs sein. Ihr habt es gerade schon gesehen, nämlich mit einem Volvo, einer Modifikation. Das heißt, nicht nur die Karte ist modifiziert heute, sondern auch der Truck. Und ich habe hier mal schnell ein kleines Päuschen gemacht. Ich habe hier nämlich genächtigt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier aus diesem Parkplatz wieder rauskommen. Und dann mal kurz die Route berechnen lassen. Ich nehme mal an, dass ich hier links fahren muss. Ne, ich muss rechts fahren. Verzeihung. Machen wir mal kurz rumkurbeln. Ich habe mir auch fleißig eure Kommentare durchgelesen und hatte das Gefühl, dass die Map ganz gut bei euch ankommt. Mich erreichen seit der letzten Folge unglaublich viele E-Mails, wie man das Ding hier installiert. Wichtig ist, ihr müsst, glaube ich, die Version 1.3.3 haben vom Euro Truck Simulator. Ich weiß nicht, ob es von der Map auch eine neuere Version gibt. Keine Ahnung. Aber diese Version gibt es auf jeden Fall. 1.3.3 und da müsst ihr das natürlich auch auswählen. Eigentlich ist es kein Hexenwerk, eigentlich sollte es wie bei jeder anderen Modmap auch funktionieren. Also ich denke mal, da gibt es auch gute Tutorials. Gut, wir fahren einmal kurz hier lang und dann werden wir jetzt gleich unseren Holztransporter aufladen. Wir werden nämlich heute Bauholz transportieren. Ist mal was Neues, ist vor allen Dingen ein Anhänger, also kein Auflieger. Werdet ihr gleich sehen, wie das aussieht. Das ist übrigens eine Modifikation, die man sich kaufen muss. Dazu werde ich aber nachher noch mal ein bisschen was sagen. Jetzt würde ich sagen, konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass hier der Auftrag angenommen wird. So. Und dann können wir gleich starten. So, das ist er. Da vorne sollte er dann auch schon sein, genau. Und dann müssen wir das Ganze jetzt nur noch anhängen. Das machen wir mal schnell. So. Ich glaube, wenn ich jetzt voll einschlage, dann sollte es funktionieren. Ich muss ein bisschen langsam fahren, damit ich sehe. Ich glaube, man kann sich schon so ein bisschen am Schatten orientieren hier. Ich glaube so. So. Tipptopp. 1A. Gut, dann haben wir hier also unseren Holztransporter. Ist eine ziemlich coole Kiste, vor allen Dingen, ich habe hier diese Max-Bögel-Lackierung. Aber es gibt auch für den Truck noch ganz andere Lackierungen. Kann ich mir vielleicht auch später nochmal im Shop anschauen. Wenn wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben. Ansonsten machen wir das vielleicht auch in den nächsten Folgen, wenn ihr den Truck nochmal sehen wollt. Ich glaube, ich werde ihn nochmal zeigen, weil das echt eine ganz coole Sache ist. Aber wie gesagt, man muss sich das Ganze kaufen. Und das ist gar nicht mal so günstig. Deswegen zeige ich es euch im Video und dann schauen wir mal, wie sich der Truck so schlägt. Man kann ihn auch ziemlich, ja, viel konfigurieren. Also man kann ihn noch eine ganze Menge rein platzieren und auch draufsetzen von außen und so. Aber ich habe den jetzt mal relativ clean gehalten. Oh, ich dachte schon, hier kommt einer von links. Ich glaube, deswegen ist er hier auch hingesetzt worden, damit man das denkt. Aber der steht hier nur. So. Jetzt muss ich hier rechts fahren. Ja, Jesus Maria, wie soll ich denn hier rauskommen? Menschenskinder. Also Leute, erstmal wieder, kann ich auch gerade ausfahren? Ich muss mal kurz gucken. Vielleicht kann ich nämlich auch gerade ausfahren, das würde es mir ein bisschen erleichtern. Jo, kann ich auch, mache ich dann auch. War mir nämlich schon klar, das ist nämlich hier so eine besondere Anordnung. So, der biegt noch ab. Wir rollen nach hinten. Und wenn der jetzt gleich vorbei ist, dann werde ich mich jetzt einfach mal reindrängeln, weil ich möchte ja heute nicht den Stausimulator hier spielen. Gut, mache ich gerade schon. Ah, jetzt gibt's hier Stau. Oh ja. Das ist das, was niemand mag hier. Kein Verkehrsteilnehmer. Verkehrsteilnehmer hassen diese Verkehrssituation. Aber gut, sie halten da alle an. Und jetzt löst sich das hoffentlich auch gleich mal ein bisschen auf hier. Wobei, ich habe da ein bisschen Sorge. Oh wei, oh wei, oh wei. Kann ich auch hier links fahren? Ich glaube, das bringt nicht viel, ne? Kurz gucken im Navi. Nee, das bringt nichts. Da kommen wir nicht weit. Da vorne muss es mal ein bisschen weiter gehen. So, die fahren jetzt weg. Jetzt löst sich das auf. Ah, sieht gut aus. Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl.
So, gut. Ich habe euch in der letzten Folge ja gefragt, was ist das für eine Lampe, die da leuchtet? Und ihr habt mir geantwortet, zuhauf. Und eigentlich hätte ich es auch wissen müssen, denn im Bussimulator bei OMSI zum Beispiel ist das, glaube ich, das gleiche Problem. Und man löst es auch gleich. Irgendwie war mir das nicht mehr so ganz geläufig, keine Ahnung warum. Es war nämlich so, dass das gelbe Lämpchen da leuchtete mit dem Ausrufezeichen. Und das heißt, es ist nicht mehr genügend Bremsdruck vorhanden. Das kann man, diesen Bremsdruck kann man aber aufbauen, indem man, glaube ich, indem man den Gang rausnimmt und dann ein bisschen Gas gibt. Und damit baut man den Druck auf. So hatte ich es in den Kommentaren gelesen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil das Problem jetzt nicht mehr aufgetaucht ist. Aber war auf jeden Fall ganz interessant. Und da kam natürlich auch ganz oft die Erklärung, bei roten Warnleuchten sollte man irgendwie in die Werkstatt fahren. Bei gelben kann man es meistens selbst lösen, das Problem. Und in diesem Fall war das ja auch so. Gut, aber mir war gar nicht bekannt, dass es irgendwie im Euro Truck Simulator diese Funktion gibt. Die ist mir bestimmt schon mal über den Weg gelaufen, aber so ganz bewusst habe ich die noch nicht erlebt. So, Mensch. Fahren wir jetzt mal hier. Ah, nochmal. Noch eine rote Phase. In der Realität hasse ich das. Also ich muss es wirklich so sagen, ich hasse diese Situation. Wenn man sieht, da wird vorne getrödelt an der Ampel. Die Leute kommen nicht aus den Hufen und dann muss man halt nochmal stehen. Und ihr seht, wie lang der Stau mittlerweile ist, ne? Also der reicht... das ist ja Stau sein Urgroßvater. Der reicht bis da hinten hin, also... Wir haben jetzt 6 Minuten. Die Folge geht jetzt 6 Minuten lang und wir haben noch nicht wirklich viel geschafft. Wir haben aber noch eine ganze Strecke vor uns. Ich habe mir natürlich auch eure Kommentare durchgelesen bezüglich der Map und ich dachte ja, dieses Tor sei irgendwie eine realistische Engstelle oder irgendwie ein bekanntes historisches Denkmal für irgendwas. Das ist aber nicht so. Dieses Gebäude, was da stand an der Engstelle, das ist wohl fiktiv, das gibt's nicht. Nur in echt, das hat mir ein LKW-Fahrer in den Kommentaren geschrieben, ist diese Stelle da wohl doch relativ eng und deswegen ist es zumindest nicht ganz unrealistisch, aber das Gebäude da selbst steht da wohl nicht. Aber es war auf jeden Fall ganz interessant. Es ist auch super interessant, die ganzen Kommentare von den Stuttgartern und den Heilbronnern und so zu lesen, die Map so ein bisschen beurteilen. Und ich bin verdutzt und erstaunt, wie realistisch die Map ist. Aus meiner Sicht, ich kann das nicht beurteilen, aus meiner Sicht ist es einfach nur schön, darüber zu fahren, weil die einfach ein ganz anderes Feeling als die SCS-Software-Maps und ehrlich gesagt auch als die ProMods-Map transportiert. Einer hat auch gefragt, ob ich irgendwie an einer Stelle geblitzt wurde, weil da steht in der Realität ein Blitzer. Das fand ich auch sehr spannend. Erstens glaube ich nicht und zweitens glaube ich auch nicht, dass die Blitzer hier umgesetzt wurden. Ich dachte gerade schon, ich dürfte schon fahren. Aber so sieht das Ganze von außen aus. Und jetzt kann ich auch mal ein bisschen was erzählen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese Modifikation hier verlinke oder nicht. Vermutlich mache ich es am Ende. Aber ich war einigermaßen erstaunt, dass das erlaubt ist. Also ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist. Ich weiß nur, im Euro Truck Simulator ist es so, dass Mods nicht verkauft werden dürfen. Und ich dachte, das sei auch im Euro Truck Simulator so. Wenn ihr da was wisst, wenn ihr da irgendwie die Regeln kennt... Lasst mich das gerne wissen. Ich weiß deshalb nicht ganz, ob ich das jetzt verlinken soll oder nicht. Ich selbst habe dafür 10 Euro bezahlt. Das finde ich schon eine ganze Stange Geld für so einen Truck. Er ist aber halt auch einfach cool, ne? Ihr seht es hier. Deswegen muss man da immer so ein bisschen abwägen. Ich habe das jetzt mal fürs Video gemacht. Ob ich euch das empfehle, ich bin mir nicht sicher. Ich finde, für einen Truck ist es vielleicht ein bisschen teuer, aber er ist auf jeden Fall ganz cool umgesetzt. Ich zeige ihn euch und wenn ihr das machen wollt, dann... Kauft ihn euch meinetwegen, nur ich wollte euch, bevor ihr da irgendwie verwirrt seid, hä, muss ich den kaufen? Den gibt es glaube ich auch für den American Truck Simulator, genau. Aber bevor ihr da verwirrt seid, wollte ich euch da mal aufklären. So, aber es fährt sich auf jeden Fall ganz gut und es ist auch wirklich ein High-Class-Mod. Also das kann man schon so sagen. Und wir wollen in Richtung Weinsberg, glaube ich, aber wir fahren an Weinsberg vorbei, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar nach Neuenstadt. Diese Strecke wird relativ lang sein und ich denke, ich werde die Autobahnfahrt dann einfach nochmal schnell im Zeitraffer machen am Ende. Nicht, dass ich da keine Lust hätte oder so, sondern das Ding ist, ich möchte die Strecke auf jeden Fall oder die Route auf jeden Fall in dieser einen Folge hier absolvieren. Ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn das dann irgendwie auf 2 Folgen aufgeteilt ist. Aber ich glaube, die Folge wird sonst ein bisschen lang, wenn wir die Route komplett machen. Das ist ja hier eine 1:1-Map. Das sieht immer so, ich lasse mich da auch jedes Mal täuschen. Das sieht immer auf den Karten so oder auf der großen Karte hier, sieht das so machbar aus, ne? Aber es ist doch eine ganze Strecke. Sind insgesamt
ja, 17 Kilometer, das ist schon ganz gut. Und ich denke, da bietet sich ein Zeitraffer an. Aber jetzt fahren wir erstmal hier an diesen schönen idyllischen Häusern vorbei. Und wieder müssen wir warten. Aber das ist auch so eine klassische Situation hier. Klassische Verkehrssituation. Vor allen Dingen, da wird auch wild gefahren, obwohl der da gar keine Vorfahrt hatte. Fährt er einfach. Hier, unsere Spur. Ihr müsst euch hier mal durchsetzen, Leute. Vor mir. Das ist ja unglaublich, dass hier noch weiter gestanden wird. Ich meine, wenn jetzt Gegenverkehr kommt, okay, verstehe ich. Aber der links, der darf jetzt eigentlich nicht fahren, oder sehe ich das falsch? Okay, jetzt ist es auch... Wieder wird gewartet, Mensch. Der hat jetzt auch Vorfahrt. Aber der MAN, der muss noch warten. Boah, guck mal. Was hier los ist. Oh, jetzt fährt er. Mensch. So, jetzt fährt er auch. Dankeschön. Herzlichen Dank. Zwar nach 3 Jahren nochmal aus unserem Dornröschenschlaf hier aufgewacht sind. Das freut mich natürlich. So, und jetzt geht's auch ein bisschen auf die freiere Strecke, auf die Landstraße. Jetzt müssen wir auch nicht mehr so viel Stau hier ertragen. Es sieht schon wirklich cool aus. Also ich bin voll Lobes dieser Map hier. Die ist schon wirklich klasse gelungen. Macht richtig Spaß. Aber ich kann euch bei der Installation nicht helfen. Wenn ihr da Fragen habt oder Probleme, dann nutzt bitte den SCS-Forum-Thread, den ich euch ja auch verlinkt habe, glaube ich, in der Videobeschreibung, wo die Modifikation vorgestellt wurde. Da könnt ihr alle Fragen loswerden und ich denke, da wird euch dann auch eher geholfen, als wenn ihr mir da irgendwie über Instagram Nachrichten schickt oder über Mails oder so, weil ich kann das... Wenn ich den ganzen Tag E-Mails beantworte, dann kann ich nur ja Videos aufnehmen. Also es klingt jetzt wirklich irgendwie ein bisschen arrogant und abgehoben und so, aber es ist wirklich so. Also es ist, so viele Leute haben so viele Fragen und auch so unterschiedliche Fragen. Oft weiß ich selbst nicht, woran das liegt. Und das kann ich nicht leisten, ne? Dann kann ich keine Videos mehr machen. Das wäre schade. Also ich fände es jedenfalls schade. Der eine oder andere würde sich vielleicht auch freuen. Endlich ist er weg, der doofe Ansgar. Aber ja. Gut. Dann fahren wir mal geradeaus und haben jetzt auch freie Bahn. Da werde ich jetzt mal ein bisschen heizen hier in der Hoffnung. Oh. Dass uns hier niemand... Ah nee, da vorne ist schon wieder... Da sind schon wieder andere Fahrzeuge. Aber in der Hoffnung wollte ich sagen, dass uns niemand blitzt. Die Dings, die... Nee, alles gut. Ich dachte erst, die Anzeige geht nicht, aber wenn ich hier den Automat reinhämmere, dann funktioniert die Anzeige auch. Sonst muss man auf die Tachonadel gucken. Manchmal, in manchen Trucks wird das ja komplett digital eingegeben. Da hätte ich mal sowieso eine Frage. Ich weiß nicht, wie das bei Trucks ist. Aber bei Autos kommt das ja mehr und mehr in Mode, dass man virtuelle Cockpits hat. Das heißt, man hat keine klassische... Ich hatte schon Sorge, dass der hier reinzimmert. Das heißt, man hat keine klassischen... Also in den Einstiegsmodellen, gerade so bei VW, Seat, was gibt's da noch? Ford bestimmt auch oder welche Marken gibt's denn da noch so? Keine Ahnung, also bei diesen ganzen Einsteigermodellen im unteren Preissegment, da hat man dann in der Serienausstattung meistens noch das normale Cockpit mit Tachonadel und so, aber dann ist immer so... optional verfügbar, dass man auch ein virtuelles Cockpit auswählt oder einen virtuellen Tacho. Und bei den höherpreisigen Modellen ist das ja oft mittlerweile schon Standard. Ich glaube bei der A-Klasse zum Beispiel, bin mir nicht ganz sicher oder so. Aber mich würde mal interessieren, was haltet ihr eigentlich davon? Also ich persönlich bin eigentlich schon noch so ein Freund von... Oh, hier wird es eng. Mal kurz bremsen. Sie haben sich gut hingestellt da, guter Mann. Polizeikontrolle. Ich bin eher noch so ein Fan von der klassischen Tachonadel, dass man das auch alles sieht, dass das irgendwie auch haptisch ist. Ich bin allerdings auch schon mal mit virtuellem Cockpit oder virtuellem Dashboard gefahren. Und auch das fand ich jetzt nicht schlecht. Ich fand es aber irgendwie ein bisschen too much. Ich glaube, da bin ich einen T-Roc mal gefahren. Ich fand das irgendwie ein bisschen too much. Das sah alles so pseudo-futuristisch aus. Ich glaube, bei anderen Modellen und bei anderen Marken sieht das auch ein bisschen vernünftiger aus. Aber trotzdem, was haltet ihr davon? Also seid ihr auch eher Fan des klassischen Designs oder steht ihr auf dieses virtuelle Zeug? Der Vorteil bei dem virtuellen Kram ist eben,
dass man da alles Mögliche umstellen kann und so belegen kann, wie man es selbst braucht. Das heißt, wenn man irgendwelche speziellen Anzeigen immer sehen will, dann kann man sich das da so programmieren. Das geht auch relativ einfach. Ich fand das manchmal so ein bisschen komisch, also bis ich verstanden habe, wie ich mir das alles in diesem Auto so zurechtbastel, dass ich auch die Geschwindigkeitsanzeige so sehe, wie ich die sehen will, hat schon ein bisschen gebraucht. Ein bisschen gedauert. Also es war auch nur ein Mietwagen, es war jetzt nicht, dass ich mir selbst einen T-Roc gekauft hätte. So. Ja, fahren sie erstmal mit ihren... Aber es bin ich mal gespannt, was ihr da so von haltet und wie ihr das seht. Und vor allen Dingen, ob es das auch so bei Trucks gibt. Also ich meine, hier ist das ja so halb, ne? Aber das ist, glaube ich, hier so ein Mix noch. Rein virtuell ist das hier noch nicht. Hier wird es auch ein bisschen eng. Die Route ist tatsächlich ganz schön. Also... Dann geht's gleich an Weinsberg vorbei. Auch mal wieder ein bisschen nach außen. Dann sehen wir das auch mal wieder. Einfach schön anzuschauen. Man könnte meinen, ich krieg da Geld für, dass ich diese Heilbronner Map hier so promote. Aber es ist nicht der Fall. Schön, schön, schön. Und auch hier wieder großer Stau. Guck mal, dass ich mal ein bisschen schneller als 70 fahre, wobei man kommt da nie so recht zu, weil hier jetzt auch wieder vorne eine Ampel ist und ich da erstens abbiegen muss und zweitens, ja, das habe ich schon gedacht, nämlich an der roten Ampel dann auch wieder stehen bleiben muss. Wir müssen hier Richtung Autobahn fahren. Deswegen geht es hier nach Weinsberg. Überall steht hier erster Aufenthalt. Gerade eben auch, glaube ich, ne? Schalte ich hier alles Mögliche frei. Ja, mal gucken, wie viel Prozent ich hier schon freigeschaltet habe. Es sind immer so, ich dachte gerade schon, das stürzt hier ab. Das sind so Mega-Lags irgendwie. Das liegt, glaube ich, an dem Truck. Ich denke mal, dass der irgendwie ein bisschen größer ist, also was den Speicherplatz angeht, als die anderen Trucks. Also wir haben jetzt 9,78% freigeschaltet oder erkundet. Und hier dieser ganze... Abschnitt, der ist auch ganz interessant. Vielleicht zeige ich den auch nochmal. Je nachdem, wie gut die Folge hier ankommt, fahre ich da vielleicht nochmal eine Runde in Richtung Neuenstein, Westernach und Kupfer. Das ist, glaube ich, nochmal ganz schön anzuschauen. Gut, aber wir fahren jetzt erstmal weiter nach Neuenstadt. Und sobald ich auf der Autobahn bin, werde ich dann in den Zeitraffer wechseln. Weil... Darf ich fahren? Ne, ich dachte schon. Weil das wird dann, wie gesagt, nicht mehr ganz so spannend. Hier durch den Stadtverkehr, ich finde das schon so ein bisschen anspruchsvoll. Also man muss sich da schon so ein bisschen... Es ist anspruchsvoller als die SCS-Maps. Es ist immer noch nicht so, dass man jetzt irgendwie auf ultra engen Straßen am Bergabhang hier unterwegs wäre. Ist ja meistens auch nicht der Fall. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man so zack, zack, zack fast blind da eigentlich durchfahren kann, wie das bei den Standard-Maps der Fall ist. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, daran kann sich SCS ja mal ein Beispiel nehmen und so. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass die das nicht können, dass die solche Maps hier nicht gestalten können. Aber zwei Dinge spielen da, glaube ich, eine große Rolle. Erstens Performance, da kann man ganz viele Bäumchen zum Beispiel schon mal nicht setzen und da kann man komplizierte Straßenverläufe vielleicht auch nicht bauen, weil es irgendwie für die KI-Logik manchmal ein bisschen schwierig ist. Und zweitens wollen die SCS-Entwickler, glaube ich, auch Maps machen, die sozusagen für jedermann sind, ja, die bieten ein paar Objekte und so, aber das sind keine ultra verwinkelten Maps, wie das hier jetzt der Fall ist, sondern die sollen für jedermann spielbar sein und die wollen halt ein möglichst breites Publikum ansprechen und deswegen nehme ich mal an, die könnten das schon so designen, wenn sie es wollten, aber es wird Gründe geben, warum sie es nicht machen und ein paar Gründe, die ich eben vermute, habe ich ja jetzt gerade schon aufgezählt. Ich finde es auch okay, ich meine, man sieht ja, dass hier sehr viele Objekte verbaut sind, die von den normalen SCS-Maps kommen, aber dann eben auch noch ganz viele Dinge hinzugefügt wurden und anders platziert wurden, Straßen anders gelegt wurden und so, sodass das dann schon ein eigener Stil ist. So, hier fährt mir aber niemand rein,
Auch das hier, das kennt man. Das wurde mal da, wo ich früher gewohnt habe, da wurden auch mal solche Dinge aufgestellt, weil an einer Stelle immer Leute gewendet haben. Da war die Verkehrsführung so, dass man ein bisschen, ein paar Meter weiter fahren musste zum Kreisverkehr. Und viele Leute haben sich gesagt, ach, keine Lust, die 100 Meter zu fahren zum Kreisverkehr. Ich fahre schon, ich bin ein bisschen intelligenter als die anderen und ich biege schon vorher ab. Und dann wurden da solche Dinger platziert. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist, nachdem die aufgestellt wurden. Die Leute sind trotzdem über diese durchgezogene Linie und damit auch über diese Poller da gefahren. Die haben also nicht wirklich viel gebracht und dann waren so in der Mitte von dieser Absperrung waren dann halt einfach alle umgefahren. Ja, es gab schon mal intelligentere Ideen, es gab aber glaube ich auch schon mal intelligentere Autofahrer. Man hat es immer wieder gesehen, dass die Leute trotzdem drüber gefahren sind, trotzdem drüber gewendet haben. Denn diese Teile, die man da gerade auch gesehen hat, die sind flexibel, die sind biegsam. Und deswegen konnte man da eigentlich bedenkenlos drüber fahren. Naja, gut. Aber warum man diese 100 Meter nicht fahren konnte zu diesem blöden Kreisverkehr, das ist mir, gerade wenn ich so drüber nachdenke, wieder mal ein Rätsel. Ich weiß auch gar nicht, ob die da noch stehen. Habe ich gar nicht mehr drauf geachtet, aber... So, geben wir mal ein bisschen Gummi und dann fahren wir rauf auf die Autobahn. Danke fürs Warten. Und dann geht's hier durch dieses Panorama. Ich würde sagen, ich mache die Autobahnstrecke jetzt mal schnell fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Da sind wir von der Autobahn abgefahren, wie ihr gerade gesehen habt. Ihr habt auch mitbekommen, ich habe eine kleine Ehrenrunde gedreht, weil ich einmal falsch abgebogen bin, weil ich dann auch in der Außenperspektive war. Und dann habe ich die falsche Abfahrt genommen. Das war ein bisschen ärgerlich, aber so haben wir auch mal eine Baustelle gesehen. Und wir sind ja auch über... Danke fürs Warten, herzlichen Dank. Das ist ja sehr aufmerksam.
So viel Nettigkeit kenne ich ja gar nicht vom KI-Verkehr. Wir haben auch gesehen, wir sind einmal über so eine Brücke gefahren und ich frage mich ja wirklich, wie das ist mit so einem LKW. Also ich kenne das, wenn ich mit dem Auto fahre, über so eine Brücke, die wirklich im Freien ist, ne, relativ weit oben, wo der Wind dann auch drüber peitscht. Man merkt es schon im Auto, also wenn man da so mit 120, 130, 140 drüber fährt über so eine Brücke, was oft ja erlaubt ist, dann merkt man schon ziemlich, wie der Wind da so drückt. Ich frage mich, wie das mit dem LKW, der ja noch wesentlich mehr Angriffsfläche, der zwar auch langsamer fährt, aber der ja eigentlich noch wesentlich mehr Angriffsfläche bietet. Ich glaube, da ist es noch wesentlich heftiger, ne? Wenn der Wind da so auf so einer Brücke gegendrückt. Also, wenn man aus so einem Waldgebiet kommt und dann auf einmal ins Freie fährt. So, hier müssen wir blinken. Ah, jetzt muss ich mal gucken. Dann ist das, glaube ich, noch ein bisschen heftiger. So, komme ich hier rum? Komme ich hier rum? Ich glaube, ich komme hier rum. Ah, ich glaube, ich habe das Schild gerade mitgenommen, oder? Was ist das Schild? Ich glaube, es klappt. Habe ich das gerade mitgenommen oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, aber wir sind auf jeden Fall rumgekommen. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Und das mag ich hier an der Heilbronner Map. Hier ist alles zugeparkt und auch relativ realistisch zugeparkt. Hier muss man sich also ein bisschen durchkämpfen. Und auch hier mal schön auf der Kreuzung geparkt, so gehört sich das doch. Da, wo Platz ist, wird geparkt. Und hier dieses Slalomfahren. An den LKW vorbei, die alle Pause machen oder warten, dass sie endlich auf- oder abladen dürfen. Wir fahren jetzt mal geradeaus. Und dann dürfen wir jetzt gleich auch abladen. Ganz ohne warten. Premium, Expresslieferung hier. So, einmal aufmachen bitte. Danke. Dann wähle ich das hier erstmal aus. Oh, oh, oh. Was war denn rückwärts gefahren hier? Wo soll ich parken? Ich kann gar nicht das Schwierigste auswählen. Ging nicht. Gab's nicht. Wo soll ich denn parken? Muss ich hinten? Na, ich muss auf die andere Seite auf jeden Fall. Dann gucken wir mal. Komme ich da lang? Ne, da komme ich gar nicht lang. Dann fahre ich nochmal schnell ums Eck und dann fahren wir da lang. Das war jetzt ein bisschen doof. Das war mein Fehler. Habe ich vorher nicht gecheckt. Aber das ist ja hier relativ geräumig. Hier kann man sich ja auch relativ frei bewegen. Und da vorne wollen sie es stehen haben. Na dann. Oh, Gott sei Dank habe ich nicht den schwersten Modus ausgewählt. Denn wir haben ja hier keinen normalen Auflieger. Das ist ein bisschen schwieriger hier. Wie packe ich das denn jetzt? Wir passen hier gar nicht rein. Bisschen in die Richtung. Jetzt darf ich es nicht versauen hier. Wir passen hier gar nicht rein. Wie soll ich das denn hier abladen? Das ist nicht so einfach. Ich kann natürlich nochmal versuchen. So, hier. So. Machen wir es so. Und dann sehen wir die Auswertung. Lässt auch wieder auf sich warten. Aber sie wird gleich erscheinen, da ist sie. Ausgezeichnet. Großer Spannungsbogen am Ende. Gut, dann war es das hier von unserer Fahrt auf der Map Heilbronn. Vielleicht bin ich hier nochmal unterwegs, ich weiß es nicht. Eine Route habe ich mir noch so ausgedacht, könnte man nochmal fahren. Vielleicht finde ich noch einen passenden Truck oder so. Ich sage jetzt mal nicht, dass ich es mache, ich sage aber auch nicht, dass es ausgeschlossen ist. Wir schauen mal, was die nächsten Folgen so bringen. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in die nächsten Folgen wieder rein. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Virtuelles Cockpit oder eben ganz klassisch mit haptischer Tachonadel. Wie seht ihr das? Wie ist das bei Trucks? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde es mir durchlesen und bin ganz neugierig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.